Mir merke, KI ist langweilig. Oh, Kost wird Infanterieeinheit angelaufen. Du mit deinen scheiß Mammutpanzern. Oh, Mammut. Verkacke ich doch wieder. Ja, deswegen baue sie ja. Mammuts, absolut. Die ganzen Computer sind schon weg. Ich dachte, die bauen eine Basis. Ja, habe ich ja irgendwie erwartet. Was passiert überhaupt, wenn man 0 Einheiten einstellt? Ach, deswegen waren die nicht da. Weil ich 0 Einheiten eingestellt waren. Und da die ja scheinbar. Das kann natürlich gut sein. Dann bauen sie keine Basis und dann sind sie natürlich auch nicht da. Aber die bauen doch so keine Basis. Auch wenn die Einheiten haben. Ey, ich verstehe die KI nicht hier, ey. Ehrlich nicht. Ja, die liegt scheinbar kein BMT. Kein BMT. Lass mein Dorf in Ruhe. Ey, geh weg! Verdammt! Ich bin die Guten. Lass mich diese Massenmörder-Dorf da vernichten. Das sind durchgeknallte Irre, du. Ich muss wegen die Gegend erkunden. Kiste! Kiste! Bestätigt, bestätigt. In Ordnung. Scheiß Kackdorf da, ey. Ich wünschte, ich hätte einen Flammenpanzer. Oh, Tiberium. Tiberium-Baum. Nein, Blütenbaum. N64 hießen die, glaube ich, blühender Baum oder so. Ja? Ja, ich weiß gar nicht mehr genau. Ey, wo fährt der denn hin, der Sammler? Er ist so weit weg. Oh. Ja, genau, in deine Basis rein, weißt du? Ja, das sind meine Mammuts. Lass mich in Ruhe. Lass dich doch in Ruhe. Oh, da steht ein Obelisk. Ich habe einen Obelisk von dir gefunden. Der baut schon diese Lufteinheiten. Alter, wie er schon wieder angefangen kommt. Nein. Der fahrt zur Hölle. Bin schon weg. Na warte, dich kriege ich noch. Also, ich stelle die Hälfte dahin und die andere Hälfte dahin. Und da bei Mammutpanzer sowieso total überpowered sind, ist es scheißegal, wo die Hälfte steht. Oh, da bist du. Ja, ist auch. Kann ich noch irgendwas verkaufen? Nein. Dein Bauhof? Ich überlege. Ich bin gleich gewohnt, du kannst dich einfach überpowern. Ich hab's echt überlegt einen Moment lang, aber. Weiß egal, wie viele Panzer ich hab. Schon angreift hier. Fällt gerade auf, ich habe da oben noch welche. Ah, da ist auch noch ein Basiseingang. Oh, da steht kein Obelisk. Oh, da stehen eine Flugeinheiten. Ja, da weiß ich, wo ich mit meinem Mammut hinfahren muss. So, was ist da vorne noch? Bauhof, aha, schön. Ionenwerfer, Obelisk. Oh, jetzt habe ich gedacht, du verkaufst das Ding, weil er plötzlich so Bewegung gemacht hat, so eine Animation. Aha, da. Boah, mhm. Ey, nur, dass man hier so verloren im Multiplayer, ey. Weiß gar nicht, wie man das schaffen soll. Naja, indem man einfach nicht wartet, bis der andere die Basis aufgebaut hat, sondern direkt Vollgas angreift. Stirb, du Kackdorf, stirb. Ja, APC Rush oder was? Lass meine. Oh, mein Dorf ist kaputt. Vielleicht ist da oben noch ein Gebäude. Ja, ich meine. Wo denn? Nein, lass mich! Ich hab gesagt, vielleicht nicht, da ist noch eins. Wir konnten so ewig wenig. Stirb, du Drecksammler, stirb! Lauf, Forrest, lauf! Mein Sammler in Ruhe. Das ist die Rache dafür. Ich finde es auch schade, wenn man den Hotkey doppelt drückt, dass das dann nicht auf die Einheit zentriert, weißt du, die man ausgewählt hat. Erst glaube ich, dritten oder zweiten oder dritten Teil erst. Ah, guck's auch mal vorbei. Yep, hallo. Ah, weg hier.
Unsere Basis wird angegriffen. Fährt er da voll durch die beiden Pampams. Scheiße, ich wollte ihn eigentlich gar nicht da lang. Richtig geil ist ja der Vorgänger von Command & Conquer 1. Dune 2, kennst du das Spiel? Jo, auch von Westwood damals, ja. Was ja aufgekauft wurde. Das ist das erste Echtzeit-Strategiespiel, glaube ich, das überhaupt rauskam. Das war das erste richtige Echtzeit-Ding, ey. Das haben wir noch original für einen Amiga da liegen irgendwo. Da konnte man noch nicht mal Rahmen um die Einheit ziehen. Ich hab's auf PS1 original. Auf PS1 aber schon, meine ich. Ja, da weiß ich's nicht, aber auf jeden Fall in der original PC- bzw. Amiga-Version konnte man auch keine Rahmen um die Einheiten ziehen. Man musste jeden einzeln auswählen. Ach du Scheiße. Da macht der Großangriff Spaß. Das glaube ich. Noch mehr Tiberium. Eieieiei. Mann, ich wünschte, ich hätte Kanonenboote. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Kanonenboote. Ja. Schlachtschiffe meinst du wohl? Nee, die gibt's hier ja noch nicht. Kreuzer, ich. Kanonenboote gibt. Ach so, du meinst diese von der Mission. Ja, die muss so scheiß Raketen schießen und überhaupt nichts können im Prinzip. Genial ist ja Mission 8, wo sie dann kommen, vom Mobilisten gegrillt werden. Das finde ich richtig genial. Na, ja, da hast du auch noch gesagt, sind die so getriggert. Geh weg mit deinen blöden Mammut-Dingern, lass mich in Ruhe! Ich weiß, was du vorhast. Ja, was soll ich denn sonst machen mit Not? Ich hab doch nix. Ja, dir gehört ja nix. Du bist Not, ey. Die Bösen, die dürfen nicht gewinnen. Deswegen ist es auch so schwer balanced. So, dann greife die eben an. Ja, dann mache ich jetzt das hier. Dann greife ich deinen Sammler an. Oh! Ja, mit einem MG. Da, ja, weg hier. Geht ja in die Wand und so, weißt du? Dauert wegen länger, ne? Zwei. Ja, dauert nur ein bisschen, genau. Oh, das ist aber nett von dir. Ey, mein Sammler! Boah, du blöde Viecher! Ah, die Sammler-KI, dein Freund und Helfer. Ja, genau. Genauso wie StarCraft, die Dragonat-KI, ey. Da habe ich mich auch immer sehr drüber gefreut. Ach ja, StarCraft war teilweise echt höllenschwer, muss ich sagen. Vor allem das Addon war ja übel teilweise. Zumindest in meiner Erinnerung. Das ging ja gut, okay, als Knieabs, da war das schon einiges, also. Ja, warum, ich kann doch, was los? Ey, da, weg damit. Was ist denn das? Geh weg. Stirb. Das ist mit einer Infanterieeinheit. Die hatte ich noch übrig. Ja. Soll ich mal was Gemeines machen? Komm, mach jetzt mal was Gemeines. Nein, nein. So, wo ist es denn? Wo setze ich denn an? Da stehen Panzer. Ja, das ist so unfair, ne, mit den scheiß Mammutpanzern. Deswegen spiele ich ja so gern GDI. Ach, krass, solche, wir spielen irgendwann mal Alarmstufe Rot und dann spiele ich die Sowjets. Dann bin ich so fair, dann darfst du die guten spielen. Ja, ich aber auch. So, ich mache jetzt mal was ganz Gemeines. Mal schauen, wie du darauf reagierst. Hallo! Ey, fahr doch! Oh, Arsch! Verdammt, warum fährt der nicht? Mammuts sind besser als Obelisken, ey. Ehrlich, ey, das ist so unnormal. Ja, wenn irgendeiner einen Tipp hat, wie man GDI bei C und C1 besiegen kann, ne? Dann bitte sagen. Weil wie zum Geier soll er gehen, außer mit einem APC-Rush? Weiß gar nicht, was du willst. Du musst einfach nur um Zanzer gehen, meine Basis bauen und dann ganz viele Obelisken aufbauen. Ja, genau. Und du zerstörst Anzeige überhaupt nicht. Genauso wie ich. Hm. Ich bin die KI, weißt du? Ich kann cheaten. Ich klicke jetzt mal auf meinen Mehr Geld-Button. So. Jetzt habe ich mehr Geld, jetzt kann ich wieder Mammut bauen. Und in deine Silos.
die KI die hat. Die immer hat voll sind. Lalalala. Ey, ich hab gerade mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Panzer. Nur 2, 4. Ey, ich kann gerade. Nee. Will ja gar nicht zählen, was du da an Truppen hast. Ich hab nur. Boah, nur 9. Ich mach 14, meine ich. Nur 14 Mammuts. Ich hab gerade mal gleich so viel. Leichte Panzer. Ach, das reicht doch. Also ich könnte ja mal einen Mammutpanzer aus Spaß vorschicken. Ja? Ja, mach mal, warte. Hier unten, von unten links nach unten rechts. Nein, nicht da oben lang. Ah, ich komme da, doch da unten lang. Bleib doch mal locker. Mir fällt gerade auf, ich kann mit meinem Ingenieur. Okay, meine Artillerie ist ganz vorne. Ich kann mit meinem Ingenieur keins deiner Gebäude anvisieren. Ne? Nein. Das geht nicht. Komisch. Warte mal, ich baue auch mal einen Ingenieur. Ob ich den dann auch anvisieren kann. Ja, ein Mammut alleine ist Müll. Na, ein Mammut alleine bringt halt nichts, aber wenn er alle zusammenziehst. Ja, dann ist Feuer. Okay, ich hab jetzt mal. Ey, was mach? Ich kann. Der Sammler da auf einmal, der steht blöd rum. Ich kann mir beim Ingenieur keins deiner Gebäude anwählen. Also, ich krieg da nur so ein Maus. Ich bei dir aber schon. Lass mich mal durch, bitte. Beweg mal alle deine Hände nach oben links, damit ich den Bauhof annehmen kann. Ja, hältst du mich wohl bescheuert. Ich verkaufe meinen Bauhof, dann nimmst du gar nichts. Jetzt kann ich aber mit dem Scheiß 500 nichts anfangen. Da der ausgegeben hab. Da! Oh, der Bauhof ist weg. Amok! Der Ingenieur läuft jetzt Amok. Mal schauen, wie weit er kommt. Wieder zu viele Ego-Shooter-Spieler machen. Haha. Fuck, das habe ich vergessen. Scheiße. Und schafft er? Wie weit kommt er? Ganz schön weit, ne? Boah, ganz schön weit, aber echt. Egal, ich verkaufe mal wieder ein paar Einheiten. Scheiße, es funktioniert nicht. Egal. Wirf mal deine Waffenfabrik, vielleicht habe ich da eine Chance. Mach ich nachher, wenn ich kein Geld mehr habe. Ich habe erst 15 Mammutpanzer. Hm. Ich habe ewig den Ingenieur und kann keins an Gebäude anvisieren. Warum nicht? Voll verbuggt hier. Ja, voll verbuggt, ey. Du hast die Mammutpanzer, also sag mal leise. Ja, das ist gar obwohl ich, als ich DJI hatte, trotzdem verloren hatte, ne? Ja, und? Ja gut, stimmt, hast auch verloren, ne? DJI gegen DJI gewinnt. Ja. Stirb, ich bin Techniker. Ich hab studiert. Techniker hat bestimmt Germanistik studiert, ne? Ey, damit habe ich mal Artillerie gekillt vom Feind, die nicht zurückgeschossen hat. Es hat zwar mehrere Minuten gedauert, aber es hat funktioniert. Mehrere Minuten. Oh, noch ein Techniker. Oh, oh. Ich habe sogar noch einen. Pass auf. Jetzt fange ich dich ab. Der trifft gar nicht, der Kampf. Geil ist das jetzt. Gott, wie lange oh, wow, jetzt. Ich hab noch einen! Noch ein Techniker! Er ist schon ziemlich tot. Oh, weil Artillerie kommt! Schon alter Techniker. Artillerie braucht er gar nicht schießen. Okay, jetzt Großangriff. Großangriff! Boah, die Mammuts dauern so ewig. Ingenieure. Ja, aber ich kann keins seiner Gebäude anvisieren, das ist voll scheiße. Ich hab nur so einen verkackten Mauspfeil dann. Und kann dann ein Gebäude anvisieren, hey, toll. Angriff. Mein Ingenieur. Boah, du kannst dich jetzt schon so platt machen mit deinen ganzen Viechern. Na komm doch her, wenn du Stress willst. Wo grad. Na guck mal doch wieder seinen Baseneingang. Seinen Baseneingang. Einmal drüber fahren. Lauf! Ah! Jetzt sind sie tot.
Boah, greif mich doch mal an hier jetzt. Ich will mal hier ein Final Battle sehen. Moment. Also wir treffen uns da, also ja, da Moment. Wo ich jetzt mit meinem BMT hinfahre, treffen wir uns mit all unseren Einheiten, okay? Okay. Da ungefähr. Okay. Stirb! Wer gewinnt wohl? Ey, kaum greife ich die Einheit an, fang nebenbei die zwei Einheiten daneben dran an zu rauchen. Scheiße Raucher. Also ich sammle mal meine Einheiten. Ich weiß gar nicht, warum jetzt auf einmal alle Einheiten angegriffen haben. Ich war das nicht. Ja. Ja. Selbstverständlich. Ja, genau. Techniker. Gott, ich lieb die Typen. Ich find's so scheiße, dass man die nicht bauen kann. Ja. Ich fand ja, die haben aber so eine übelste Stimme, ne? Ja. Natürlich, also. Das ist so geil. Ja. Ja, Commander? Dr. Möbius. Ey, ich durfte mich noch gar nicht in Position bringen. Ja, dann mach mal. Naja, bei mir dauert es eh wegen länger. Weißt du, hast mich doch schon abgeschnitten. Ich schneide dich gleich ab. Perverse Sau. Ach komm, das gefällt dir doch. Ah. Ja, greif nicht an. Nicht angreifen. Lass mich ein. Ich hab mal 5000. Lass mich bauen. Nein. Angriff. Stirb, Sammler! Stirb! Ach, jetzt wurde ich gerade einen Sammler kaputt. Jetzt geht's aber los hier, meine Infanterie kommt. Oh, sie kommt. Ey, meine Panzer! Ey, wie dumm die rechts an der Seite fahren, ne? Das ist so geil. Das gibt's nicht. Die verhaken sich mit den Sammlern. Ja, das ist normal. Das habe ich öfters. Richtig. Ja, normal. Richtig übel wird's, wenn du über eine Brücke oder so angreifen musst. Du hast keine Chance, mit mehreren Panzern da drüber zu kommen. Ah, gebündelt. Weil ich dachte, ich hätte eine Verteidigungslinie. Ey, wie viele Einheiten hast du verloren? Eine Einheit oder was? Nee, schon ein paar mehr. Warum hast du jetzt Obelisken verkauft? Die wollte ich sprengen mit meinen Mammuts.